أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, Geschwister im Islam, hier ist nochmal euer Bruder Scheid. Wollte ein kurzes Video machen bezüglich des guten Denken über Allah. Viele von uns verzweifeln, sobald sie einige Problematiken im Leben haben oder Prüfungen auf sie zukommen. Und das gute Denken ist ein sehr wichtiger Aspekt der Dua, denn wenn dieser nicht vorhanden ist, wird die Dua auch nicht angenommen. Das Wichtigste daran ist, dass ihr immer wisst, dass keine Person, kein Lebewesen, niemand euch helfen kann, außer Allah. Ja? Und das gute Denken über Allah heißt nicht, dass man nur über seine Attribute der Allvergebenheit nachdenkt, sondern dass man auch weiß, dass er die Lage in jeder Zeit verändern kann. Diesbezüglich gibt Allah uns einen Beweis im Koran, in Sure 2, Vers 259. Dort ging, ich gebe euch den Sinngemäß jetzt wieder, dort ging ein Mann an einem kargen, zerstörten Land vorbei, worauf er sich die Frage stellte, könnte Allah dieses Land wieder lebendig machen? Allah lässt diesen Mann für 100 Jahre schlafen, nach 100 Jahren erweckt er ihn wieder. Daraufhin fragte er ihn, wie lange hast du in diesem Zustand verweilt? Der Mann sagte, ein Tag, ein Teil eines Tages. Er war sich nicht sicher. Daraufhin gab Allah ihm die Kunde von 100 Jahren. Und er lässt ihn seine Speisen und sein Reittier den Esel anschauen. Und er sieht, die Speisen sind immer noch genießbar und das Reittier ist immer noch lebendig. Daraufhin sagte der Mann, wahrlich, Allah hat die Macht zu allem. Und dieses Beispiel im Koran sollte uns wieder beweisen, dass wirklich Allah die Macht zu allem hat. Und wir sollten mit unseren Bittgebeten nicht aufhören, fortzufahren, bis es eintrifft. Also nicht sobald du siehst, nach 3, 4 Tagen ist es nicht eingetroffen, dass man sagt, ja, mir kann keiner helfen. Dann hast du dein gutes Denken über Allah hast du zur Seite gelegt. Denn das gehört nicht dazu. Das gute Denken über Allah heißt, dass man fortlaufend diese aufrichtige und diese Überzeugte hat, dass Allah alleine den Menschen nur helfen kann. Das wollte ich euch kurz mitgeben. Und wie sagen die Kuffar, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir Muslime sagen, Allah ist unsere Hoffnung und die stirbt niemals. Assalamu alaikum.